Hey Leute, herzlich willkommen bei Wissenswert. Vor kurzem haben wir euch ein Video gezeigt, in dem das nächste iPhone zu sehen war. Das Video war eigentlich nur ein 3D-Render eines Fans und basierte auf Gerüchten und Spekulationen von Apple-Analysten. Doch nur zwei Tage nachdem wir das Video veröffentlicht hatten, hat Apple versehentlich bestätigt, wie das nächste iPhone aussehen wird. Mitarbeiter von Apple haben die Software für den neuen Apple-Lautsprecher, den sogenannten HomePod, erhalten und einige findige Programmierer haben diesen Code ebenfalls ergattern können. Dort fand sich eine riesige Menge an Informationen, nicht nur über Apples HomePod-Lautsprecher, sondern auch über das nächste iPhone. Zuerst einmal Folgendes: Es werden dieses Jahr tatsächlich drei iPhones erscheinen. Neben dem D20 und dem D21, welches die Codenamen für die iPhone 7S und iPhone 7S Plus sind, wird es noch ein D22 geben, mit dem Codenamen Ferrari. Dieser Ferrari unter den iPhones ist das, was wir bereits im letzten Video als das iPhone Pro, iPhone 8 oder auch das iPhone X bezeichnet haben. Im Code wurden auch zahlreiche Dinge über das nächste Ferrari-iPhone gefunden. Unter anderem das Design. Dieses GIF versteckte sich in der Software und bestätigt so auch das fast randlose Design aus dem 3D-Render-Video. Das bedeutet auch, dass es keinen physischen Home-Button mehr geben wird im iPhone 8. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie man das Handy denn dann überhaupt entsperren kann, so ohne Home-Button. Doch auch dafür liefert der Code einige Antworten. Statt den Fingerabdrucksensor unter dem Display zu verstecken, setzt Apple auf eine andere Möglichkeit der Entsperrung. Einige Zeilen im Code weisen den Namen Face ID auf, das statt dem Fingerabdrucksensor, also Touch ID, das Gesicht 3D scannen soll und es dann ermöglicht, das Handy zu entsperren und sogar damit auch Bezahlungen über Apple Pay zu tätigen. Das soll mit Infrarotsensoren auch im Dunkeln möglich sein. Und ebenfalls, wenn das Handy nicht direkt frontal gegenüber dem Gesicht ist und vielleicht auf dem Nachttisch liegt. Das Display des iPhone 8 soll endlich auch eine höhere Auflösung bekommen, wie das bei Samsungs Flagships-Handys jetzt schon seit längerem der Fall ist. Im Code des HomePods wird die Auflösung des iPhone 8 mit 1125x2463 Pixeln angegeben, was quasi einer Auflösung von 2K entsprechen würde. Ebenfalls finden sich im Code Möglichkeiten zum Wireless Charging, was das Aufladen auf einer induktiven Oberfläche ermöglicht, ohne das Anschließen eines Ladekabels. Auch die Möglichkeit, das Handy schnell zu laden, ist im Code angegeben. Zusätzlich wurden auch noch Dinge gefunden wie Emotionserkennung, wofür auch immer Apple sowas benötigt, sowie die Möglichkeit, in 4K bei 60 Frames pro Sekunde Videos aufzunehmen. Schreibt uns mal eure Meinung zum kommenden iPhone und ob ihr es euch holen würdet. Im letzten Video hatten wir ja schon ein paar Gerüchte zum Preis des nächsten iPhones vorgestellt und es wird definitiv nicht billig. Schätzungsweise zwischen 1300 und 1500 Euro soll das Ferrari iPhone kosten. Wäre es euch das wert? Wir sehen uns das nächste Mal hier bei Wissenswert. Macht's gut!